Und damit herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. Ja, wir haben anscheinend den Dachboden unserer Wohnung erreicht. Und ja, die Heizung funktioniert nicht mehr so gut. Da müssen wir jetzt gleich mal nachgucken. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Feuer nachwerfen. ja. Wir werfen ein bisschen Feuer nach, genau. Fängt ja super an. Ich meine natürlich ein bisschen Holz nachlegen. Ja, und sonst. Wie gesagt, wir sind in einem ausgewachsenen Horrorspiel und ja, ich weiß, höchstwahrscheinlich gibt es hiervon auch eine ganze Menge Let's Plays mit Kamera, aber nö. Und man will auch dieses Spiel, glaube ich, vielleicht mal einmal ohne Kamera sehen. Ihr könnt euch dann vorstellen, wie ich Grimassen schneide, wenn ich erschreckt werde. Oder ja, ich bin schon an dem Punkt, wo ich mir wünsche, dass ihr auch erschreckt werdet. Aber ihr sitzt da ja ganz gemütlich und müsst euch nicht aktiv dafür entscheiden, weiterzugehen, so wie in der letzten Folge mit oder was da, die Folge davor. Nagelt mich nicht drauf fest. Vor mir passiert etwas und ich drehe mich jetzt mal um, weil ich weiß, dass hinter mir was passiert und es fliegen Bücher auf mich zu. Ganz unangenehm. Aber ich gehe mal wieder zurück zu dieser Folge. Da sind Rattenfallen, überall Ratten. Auch, also nicht nur Mäusefallen und Rattenfallen, sondern auch Ratten, wie wir gerade gesehen haben. Alles klar. Die Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und dem 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und Sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologen oder Psychiater, konsultieren. Ausdrucksloser Blick, Starren ins Leere. Ja. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur. Ja. Schlaflosigkeit nicht bemerkt. Unübliche Gestik und Körperhaltung schon immer gehabt. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren, definitiv. Depersonalisierung, was soll das überhaupt sein? Ungeschickte, schwerfällige Bewegung, könnte vom Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten, eher passiv aggressiv. Antriebslosigkeit, ja. Suizidale Tendenzen. Was? Okay. Also Depersonalisierung, weil hier gefragt wird, was soll das überhaupt bedeuten? Das bedeutet, dass man sich selber nicht mehr unbedingt als Mensch oder als Person da sieht. Dass man eher, ja, wie soll ich das erklären? Dass man als Gerät oder als Werkzeug quasi sich selber ansieht. Also schwierig zu sagen. Also man äußert dann halt auch keine Wünsche mehr, weil man selber ja keine Person ist, die keine Wünsche haben soll. Ganz, ganz nicht gutes Sache. Hier Worte. Gott. Ja, die Maus wollte, dass ich da lang gehe, deswegen gehe ich erstmal hier rein. Was haben wir denn da? Nichts. Ja, so ein Briefumschlag ist bei solchen Spielen auch meistens uninteressant. Da gehen wir noch nicht rein. Wir kennen ja die unangenehme Angewohnheit. Ah, okay. Dass hier Türen sich hinter einem sehr rasch verschließen und man dadurch halt auch keine Möglichkeit hat, mehr zurückzukommen. Ah, make up your mind. Wie übersetzen Sie es? Ja? Entscheide dich. Okay. Das. Schon wieder diese Porträtbilder, so weiß ich nicht, der kann die doch nicht alle kennen. Und ich wollte gerade sagen, oh guck mal, die Tür ist schon auf, ich fühle mich so willkommen. Oh Gott. Was ist denn hier? Mit dem Schatten wieder los. Oh Gott. Kennt ihr das, wenn ihr sowas erwartet, dass gleich irgendetwas passiert und sich so die ganze Kopfhaut zusammenzieht und man denkt so, oh nein, gleich jeden Moment. Aha,
bis auf den doch sehr öseligen Schatten da hinten, noch nichts Falsches hier in diesem Raum gefunden. Außer dass, wenn man mal ehrlich ist, so ein Globus, dafür sind die Zeiten vorbei, den braucht man nicht mehr. Obwohl ich mir höchstwahrscheinlich einen zulegen werde, sobald ich den Platz dafür habe. Weil alles, was man nicht mehr braucht, ist cool. Nenn mich bescheuert. Ja, ich bin wieder bescheuert. Was war das jetzt? Nee. Endlich mal ein normaler Raum oder wie war das? Ein Raum, wo ich nichts Komisches entdecken kann. Gar nichts Merkwürdiges. Ah, Pi. Okay. Ist hier irgendwas Neues hier? Außer dass alles durch die Gegend geflogen ist? Was? Attack on Titans? Ich lasse ihn da mal in der Ecke stehen, der gefällt mir nicht. Oh. Okay, drei. Ja, die Kombination habe ich, glaube ich, gar nicht. Weil eigentlich wäre das ja drei nach rechts. Warte mal. So, eins, zwei, drei. 4, 1, 1, 3, 4 und einen rüber. Mach auf. Nein. Schade, schade, schade. 314. Happy Pi Day, ne? Ah, ich finde das doof, dass das Spiel so erbarmungslos ist, wenn man eine Tür durchschreitet, manchmal. Also hier, das ist, glaube ich, das erste Mal, seitdem wir jetzt in dieser Traumwelt sind, sag ich mal. Dass wir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, dass wir wieder einen Raum zurückbekommen. 3, 4, 1. Ja, und ich sage heute sehr oft, tut mir wirklich ein wenig leid, muss ich gestehen. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ne, der Brief liegt immer noch da, wie festgeklebt. Ich möchte den Tresor wirklich unheimlich gerne öffnen, aber ich weiß gerade nicht wie. Und deswegen gehen wir mal hier durch. Ja. Schade, schade, Schokolade, aber. Ich weiß nicht, wie man das hätte jetzt machen können. Ist wahrscheinlich, kennt das irgendjemand oder wie auch immer, aber ich habe gerade keine Lösung gefunden. Oh, ein Seil. Wieso hat man so ein großes Seil hier im Schrank? Wenn das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass gleich im nächsten Raum jemand hängt. Ich mache mich mal gefasst. Okay. Wie unpraktisch ist das denn? Also, das sieht schon irgendwie cool aus. Aber unpraktisch ist das schon, so ein fest eingebauter Alkove. So. Es sagt mir nichts. Oh. Also halb habe ich da. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Wo steht das denn? Ah, it cannot be undone. Hat er doch die Frau genommen für sein Papier? Also seine Leinwand.
Ist das nicht? Also, das muss ich jetzt mal kurz loben. Was für ein schöner Kontrast. Ich krieg's sogar zusammen auf ein Bild. Da rechts das, ja, Massaker aus der Hölle und da links ein schönes Naturbild, auch noch in diesem gelben Licht. Also, ja, man kann dem Spiel vielleicht einiges vorwerfen. Ich weiß es nicht. Ich finde es rein optisch und von der gesamten Geräuschkulisse auch sehr, sehr gut gelungen. Ja, und dadurch, dass wir humpeln. Macht das nicht. Mann. Good boy. Braver Junge. Kennt ihr es auch in Spielen, Filmen, Büchern, wie auch immer? Tausende Menschen werden umgebracht. Alles kein Problem. Also, theoretisch. Und ja, man sitzt da und denkt so, ja, ist für die Story. Ja, muss halt sein. Und dann ein Hund wird noch nicht mal umgebracht, sondern nur verletzt. Und man sitzt da und schreibt schon einen Beschwerdebrief an den Regisseur. Ist doch gerade was gegengeflogen. Die schnellste Tür von Mexiko, ne? Ich finde den Boden hier dreckiger, da gehe ich mal hin. Natürlich. Und willst du wieder fliegen, Bild? Nee. Du? Banane? Okay. Also das Bild kenne ich sogar von irgendwo, aber. Also das, was im Hintergrund ist, nicht dieses gelb auf überlagerte. Das sind ja offensichtlich zwei, beziehungsweise nicht ganz original. Moin. Du hast zu viele Nasen. Uff. Ah, ich wusste es. Oh. Mann. Ist das frech? Oh, das ist so frech. Aber halt, klar, also ich reg mich immer über Spiele auf, die halt so billige Jumpscares haben. So, ah, du bist jetzt plötzlich tot oder irgendwas springt dir ins Gesicht oder was. Aber klar, das hier sind auch Jumpscares und man kann auch darüber streiten, ob die jetzt billig sind oder nicht. Aber ich finde die so gut gemacht. Also, mit dem Rollstuhl will ich irgendwie nicht berühren. Okay, ich soll auch sogar da rein. Nee, aber man kann Jumpscares um einiges billiger machen. Ist jetzt dasselbe? Dieselbe Tür? Derselbe Gang? Okay. Also hier. Ja, weiß ich nicht, warum jetzt die Bilder schrumpfen müssen. Das sorgt auch nicht unbedingt für Aufbauen des Grundvertrauens. Ja, hi. Es tut mir leid für all die Schreckhaften unter euch, aber in gut 5 Sekunden werden wir uns nochmal erschrecken, es sei denn, das Spiel ist bescheuert. Ja, nein, das Spiel ist nicht bescheuert. Gut, dann gehen wir mal. Was wollen wir? Wollen wir. Ich entscheide mich mal für die Ecke mit den Bildern. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass es. Hi. Dass es keine Auswirkung hat. Oder zumindest hoffe ich es. Weil die Bilder waren bisher in diesem Spiel nicht sehr nett zu mir. 12. September. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an eine meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendste, hasserfüllste Kacke, die ich jemals über meine Arbeiten gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet.
Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgeschritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr? Oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Uff. Oh, das ist. Natürlich, die Partnerschaft bröckelt und alles, und es läuft da ja auch nicht wirklich gut zwischen den beiden. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Chronologie hier eingehalten ist. Nicht sehr. So weit sind wir. Aber das ist ja nicht nur ein Hobby von dem, sondern auch ein sowas wie Arbeit. Also es ist auf jeden Fall seine Arbeit. Und dann hasserfüllte Kommentare schreiben. Und es ist das zweite Mal, dass irgendetwas an mir vorbei oder auf mich zufliegt. Ich ahne Böses, was die Partnerschaft angeht. Weil wenn ihr euch noch in der erinnert an der Küche, so. Also hier, das ist natürlich übertrieben. So ein Propeller wirft niemand nach einem. Aber in der Küche, das Messer, was in den Türstock geflogen ist neben mir. Ob das ein Sinnbild dafür ist, wie gut die sich verstehen? Ich weiß es nicht. Aber immerhin haben wir ja unser Bild auf menschliche Haut gemalt. Ja, Tür. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie gut es der Frau im Moment geht. Beziehungsweise hoffe ich, dass es der Frau war und nicht eventuelle Nachkommen. Das wäre ungefähr dann der unsympathischste Charakter, den ich jemals gespielt hätte. Ich habe doch hier Licht angemacht. Ja. Gehen Sie bitte. Sind wir das? Ich glaube, das sollen, also das sind wir. Der Geist des Hauses. 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn besonders, ach, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Ja, das auf jeden Fall. Aber um auf meine kleine Theorie, ich glaube, ich darf mal einmal eine Theorie bringen. Wir haben ja gerade, oder vorhin, ich weiß nicht genau, wann es für euch war, haben wir, als wir den Aufzug hochgefahren sind, auch jemanden da rumschleichen sehen. Und jetzt haben wir dieses tippelnde, also tippelnde, humpelnde, hinkende Geräusch des Laufens da gehört. Und dann halt auch das mega aggressiv gegen die Tür ballern, was ja zu jemanden stimmen, also passen könnte, der alkoholisch ist. Sag ich mal. Sind wir dieses Monster, was da rumläuft? Also Monster? Ich glaube ja. Und ja, bei dem anderen Zettel, den habe ich glaube ich nur so ein bisschen erklärt, was Depersonalisierung ist. Oder versucht zu erklären. Kann auch falsch sein. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, die Frau hat uns wohl auf Schizophrenie getestet und ist auch nicht unbedingt das beste Zeichen. Also, naja, vielleicht hilft uns die nächste Folge ein bisschen weiter. Ja, bis dahin.
Danke fürs Zusehen und man sieht sich dann. Ciao.